Noch einmal die Schweizer Mannschaft im Überblick. Die beiden Sturmspitzen, also Cesar mit der 7 und Chapuisat mit der 11. Sforza kommt ja zur Schussmöglichkeit, jetzt aber Tor! Nein, Offside, kein Treffer. Es wäre zu schön gewesen, Cesar stand im Abseits. Und solche Szenen können eigentlich praktisch nur entstehen, wenn die Schweizer den Ball im Mittelfeld leichtsinnig abgeben müssen. 3 gegen 3. Und die Chance für Cesar, seine zweite. Immer wieder wird Cesar lanciert. Und er holt sich den Ball tatsächlich. Ja, hat er viel Raum verschenkt. Auf Vicky. Und hinten. Eckball für die Schweiz. Cesar läuft sehr viel, wechselt die Seiten. Ja, dann Chapuisat und Molnar. Cesar. Guter Schuss von Cesar. Und eigentlich die erste Parade von Torhüter Wenzel. Hat sich schön Raum verschafft, David Cesar. Würde generell sagen, dass Cesar sicherlich eine der positiveren Erscheinungen im heutigen Spiel der Schweizer war. Ja, dem kann ich nur zustimmen. So viele solche Chancen nicht mehr geben wird, aber vielleicht jetzt. Wieder David Cesar mit dem Kopfball. Und dann, nein, Walker verpasst. Ganz schwierig zu spielen, aber grandios. Cesar gegen zwei Mann. Das Spiel geht weiter. Die Schweizer nehmen jetzt das Heft in die Hand. Cesar. Gute Dribblings von Davide Cesar. Und er holt einen Eckball heraus. Sforza lässt den Ball täuschend durch. Cesar. Oh, da fehlte nicht viel. Davide Cesar, der als U21 Internationaler verzweifelt feststellen musste, die besten Schweizer Fußballer sind alles Stürmer, spielen in seiner Position. Adrian Knupp gehörte damals dazu, Türkil Maz natürlich, Chapuisat, Grassi, Zubiat, aber er hat nicht aufgegeben und ist jetzt plötzlich selbst einer der Stürmer der Schweizer Nationalmannschaft. Jungen gleich einen nächsten Ball rein, so kann das Spiel Sekunden nachher weitergehen. Da bin ich nicht ganz sicher, ob Grassi wirklich im Abseits stand. Jetzt kommt ein bisschen Zug in die Aktionen. Wieder Grassi, wieder Cesar. Hat sich den Ball gut vorgelegt. Chapuisat wäre dort gewesen, um eventuell zu erben. Aber Fettis, der nordirische Goalie, tut den Schweizern den Gefallen, nicht den Ball abprallen zu lassen. Nicht sehr viel Bewegung im Schweizer Spiel. Außer bei Cesar. Cesar bisher sicher der auffälligste Schweizer in seiner neuen Rolle. Als Mittelfelddirigent macht er sich wirklich nicht schlecht bis jetzt. Chapuisat und Cesar.
meldet sich hier aber als Weitschütze zurück. César. Patrick Müller. Und so! Unglaublich, der junge Patrick Müller. Dem Treffer ging der Makel eines ungeahndeten Foulspiels eines Schweizers voraus. Nur so wurde der Gegenstoß eingeleitet. Und war eine gewisse Lücke. César, Vogel, aufgepasst auf die Offside-Falle, die wird umgangen über die Seite über César. Er wird versuchen, rechts vorbei laufen zu müssen, sonst stellt sich das Offside-Problem wieder. Dass er hier das Spiel verzögert hat, den Ball in den eigenen Reihen behalten hat. Ein gutes Auge beweist hier David César. Doppelpass, nicht nur versucht, sondern gelungen, Chatwizard. Oh, das war Grassi, der diese Chance verpasst hat. Und dann César und so. Zum 1:1 und das erste Länderspieltor von David César ist Tatsache. Chatwizard, Vorarbeit. Dann verfehlt Grassi. Ein kluger Rückpass Müller auf César. Und der bezwingt Kralisch. Ich weiß nicht, haben Sie gestern im Sport aktuell das Interview gesehen mit David César? Er sagte, ich möchte doch gerne endlich auch einmal in der Nationalmannschaft ein Tor schießen. Da war es, da ist es, es ist vollbracht. Im 12. Länderspiel hat es geklappt. David César gleicht aus zum 1:1. Allein gegen zwei. Bringt den Ball trotzdem noch hinein. Abpraller direkt auf César. César. Sehr schön gemacht. Auch die Schweizer verfügen über gute Technik. Neue Spieler eingewechselt. Also einen haben sie noch. Das war eine weitere gute Aktion von César, die jugoslawischen Fernsehleute zu einer Wiederholung gezwungen haben. Impostazione da parte di Vega, poi il lancio in profondità per César, parte in traversione pericoloso, si accartoccia e blocca Buffon. Io non faccio trovare in linea perché in questa maniera favoriamo sicuramente un giocatore che arriva sul fondo e va a crossare. L'aggancio Dino Baggio, prova a ripartire la Svizzera con Vogel in combinazione con l'attivo César. Va César, salta un paio di uomini, effettua il suggerimento da quest'altra parte a favore di Müller. Sforza. César. C'è Torricelli su di lui. Va a raddoppio subito. Pacchini. Grande giocata di César. Poi pallonetto. Due tempi per Buffon. E direi che è il giocatore più pericoloso, il giocatore che dà vivacità alla Svizzera, questo César. César che gioca con il Lecce, ecco che rivediamo, va via molto molto bene. Direi che sbaglia il cross. Dove... Poi prova dalla distanza e Buffon è costretto a distendersi in tuffo. Ha provato ancora César, che non esiterei a definire come il migliore della sua squadra. Beh, senz'altro, direi l'unico giocatore che ci ha creato qualche problema. Jetzt aber viel Raum. Rechts läuft Celestini mit. Was macht César? Er drückt ab, gar nicht schlecht. Die bisher einzige Torchance des Spiels, die diesen Namen verdient, in der 28. Minute. Vogel, César. Sehr schöne Dribblings, aber eine gute Goalie-Aktion auch von Krupp. Der Lichtblick im vielen Dunkel der Leistung der Schweizer Mannschaft in der ersten Halbzeit. César und dann... Oh, schade, das hätte der Anschlusstreffer sein können. Die größte Torchance des Spiels bisher für das Schweizer Nationalteam. Hier sehen wir es nochmals. Und rechts läuft César. Muss ein bisschen nach außen ausweichen. Immerhin zwei Schweizer im Strafraum, zwei Folgen. César alleine und hat nicht viel gefehlt. Allerdings wäre es ein grober Goalie-Schnitzer gewesen. Und rechts läuft César.
muss ein bisschen nach außen ausweichen. Immerhin zwei Schweizer im Strafraum, zwei Folgen. César alleine und hat nicht viel gefehlt. Allerdings wäre es ein grober Goalie-Schnitzer gewesen, wenn das hier wirklich zum Treffer geführt hätte. Aber immerhin, man kann sich fragen, ob César hier nicht einen der beiden Mitgelaufenen hätte bedienen sollen. Und sieht wieder so aus, César. César, der große Tripler, schön hat er sich durchgesetzt. Aber in der Mitte ist keiner da, um zu erben. Seite hier auf der Haupttribünenseite viel Raum für die Schweizer und Sforza versucht hier durchzudringen. César gehalten, kann sich trotzdem durchsetzen. Ganz draußen wäre Gomisetti frei. Doppelpassspiel mit César. Auf dem Haas-Tor auszuruhen. Kein Abseits und die Chance für César fürs 2:0. Und diesmal kein Abpraller auf einen Schweizer Fuß. Bis auf von seinem neuen Bewacher Theodoros Zagorakis. Das war die Chance von César. Sehr genau, der Pass von Vogel und César kann sich diesen Ball tatsächlich. César gegen Maldini. Sforza. Und die Rettung. Pericoloso per il portiere. Ecco, in effetti, la palla carica d'effetto, il colpo di testa di Iversen che ha allontanato ancora César che butta sotto porta e ancora una volta Müller è costretto a salvarsi a terra. È buon momento della Svizzera. Si avvicina la Svizzera all'area di rigore avversaria, dalla parte opposta per César, il servizio di Bühlmann, César sul quale si è portato Mückland, retropassaggio a Jean Rey, il cross in area di rigore tenta la deviazione. Più che ottima nel grasshopper e si vede anche stasera con la nazionale. César favorito da un imballo contro Mückland, sta per essere affrontato da Bergdölmo Mückland su César che è sempre in possesso di palla, cerca spazio, bellissimo lancio a profondità per Jean Rey che serve e tira con troppa precipitazione. Alexandre Rey con il portiere Müller uscito dai pali, questa serie di dribbling e di finte di David César che mette in mezzo Bühlmann disturbato da Berge. Hanno una mini barriera i giocatori della Norvegia, la battuta di César è pericolosa sul portiere che si è accovacciato in vantaggio, Svizzera che arremba ancora con David César, la finta, area di rigore, Cantalupi ed è il pareggio, 2-2, Cantalupi. Definitivo, non ci sembra che per il momento lo abbia molto superato. Ancora la Svizzera in avanti con César nella metà campo avversaria, Sforza in avanti in appoggio Mazzarelli. Hamann, pallone rintracciato dalla Svizzera, César è partito in posizione regolare, César sta per entrare in area di rigore, ancora César chiama la palla, Bühlmann la riceve, parte il tiro e salvataggio miracoloso di Lehmann che si riavvia, riscatto dopo il grave errore che aveva propiziato il primo gol, bravissimo intanto César a scattare in posizione regolare sul passaggio dei compagni, qui intelligentemente si ferma, evita Linke, vede Bühlmann, gli dà la palla, conclusione di interno sinistro del giocatore del Losanna e prodezza di Lehmann. Cantalupi zusammen mit Hakan Yakin. Der Ball drin, jawohl, 1:0, Torschütze Alexander Gomisetti, ein bisschen unter Mithilfe der Griechen, insbesondere ihres Goalies. Ja, aber alles in allem ein schöner Treffer.